Wir stehen hier heute wieder mit der De'Longhi Didica EC 685 und wir werden sie in 4 Schritten verbessern. Sie kriegt einen neuen Griff, sie kriegt ein neues Sieb, sie kriegt eine neue Milchlanze und Upgrade Nummer 4, dazu kommen wir noch. Einfach dranbleiben, die ersten 2 sind einfach, das dritte wird ein bisschen komplizierter. Wir sind wieder hier mit der De'Longhi Didica EC 685 und in diesem Video zeigen wir euch 4 mehr oder weniger einfache Schritte, um die Kaffeequalität mit der Maschine nochmal deutlich zu verbessern. Wir haben ja vor einigen Wochen diese Maschine hier getestet und wir waren ehrlich gesagt überrascht über die doch ordentliche Espresso-Qualität. Der Michel hat sich damit einige Tage auseinandergesetzt. Und ja, am Ende hatten wir einen Kaffee, da haben wir gesagt, hey, das ist ziemlich gut, vor allem Preis-Leistung. Also für knapp 150 Euro kriegt man damit einen ordentlichen Espresso hin. Es gibt aber ein paar, ja, wie soll ich sagen, eingebaute Schwierigkeiten. Und unsere Frage war natürlich, und auch eure Hinweise waren sofort, das kann man aber verbessern, das kann man besser machen. Und das haben wir uns jetzt angeschaut und wir gehen das jetzt einzeln durch. Und ich würde sagen, wir beginnen als allererstes mit dem Siebträger bzw. dem Sieb. Denn verbaut habt ihr was für ein Sieb, Felix? Verbaut haben wir ein ganz, ganz merkwürdiges Sieb. Wir nennen das auch gerne Fake-Sieb. Ja. Und zwar ist es, weil es unten ein kleines Loch nur drin hat. Und oben sieht es aus wie ein normales Loch. Also oben ist so das Gießkannengitter und unten nur ein Loch. Also es ist irgendwie doppelwandig. Warum gibt es dieses Sieb? Ja, der Grundgedanke ist dabei, erstmal, dass Crema auf dem Espresso ein Merkmal für Qualität ist. Das ist mal das allererste. Was hier passiert, hier wird der Kaffee, nachdem er extrahiert wurde, also nachdem er aus dem Kaffeepulver herausgezogen wird, erst durch diese Siebgießkannenöffnungen durchgegeben und dann muss er sich hier durch so einen kleinen minimen Zwischenraum von einem Millimeter oder weniger, ja, es fühlt sich wie weniger als ein Millimeter an, geht da durch und muss dann hier durch dieses eine ganz kleine Loch und da wird ein unglaublicher Druck aufgebaut und das quasi explosionsartig rausgeschossen und das, was rauskommt, hat dann eben wieder Crema und zwar sogar, wenn der Kaffee uralt ist. Eigentlich ist Crema ja ein Merkmal für eher frischen Kaffee und insofern hat Crema auch schon was mit Qualität zu tun, weil es darauf hinweist, dass ein Kaffee eher nicht alt ist. Ein alter Kaffee hat keine Crema und in dem Fall ist ein Kaffee ohne Crema auch schlecht. Crema ist nicht unbedingt ein Merkmal für Qualität, aber deswegen gibt es diese doppelwandigen Siebe, vor allem bei Espressomaschinen im günstigeren Bereich, wo vielleicht der Hersteller sagt, ihr als Kaffeetrinker vielleicht sagt ihr kauft euch eine Espressomaschine, aber eben keine Mühle und dann sorgt er eben dafür, dass obwohl ihr den Mahlgrad nicht mit der Mühle einstellen könnt, dennoch genügend Druck aufgebaut wird, um Crema zu erzeugen. Also, aber es ist Schrott. Eigentlich ist es ein Sieb für alten oder vorgemahlenen Kaffee. Genau. Von dem her, das wollen wir eh nicht trinken, können wir das eigentlich wegschmeißen. So ist es, nur haben wir jetzt leider keinen Sieb mehr. Beziehungsweise doch, wir haben einen Sieb. Wir haben nämlich dank eurer Tipps ein Sieb gefunden. Es gibt ein Sieb von Graef. Das passt da perfekt rein. Das verlinken wir euch unten. Ihr habt uns das bei unserem anderen Video unten kommentiert. Vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Haben wir bestellt, haben wir ausprobiert. Dann habe ich es jetzt verloren. Es ist natürlich... Also, es ist einfach in unserem Siebekiste untergegangen. Wir haben es natürlich noch irgendwo. Wir haben damit Espresso gemacht, aber das Ding hat 22 Euro gekostet und das ist schon recht viel für so ein Sieb. Und dann habe ich eben gedacht, wir müssen doch jetzt dieses Video machen und wir haben doch extra einen Sieb gekauft, denn ich habe dieses Sieb nicht gefunden. Und dann bin ich durchs Haus gelaufen und habe alle Siebe durchprobiert und dabei habe ich was gefunden, das ist eigentlich viel besser als das Graef-Sieb. Es kostet wahrscheinlich weniger. Es kostet nur 5 Euro. und zwar passt das Sieb, das einwandige Zweiersieb von der Sage, die wir letztens getestet haben. Der Sage Barista Express, Sage Barista Pro. Das passt da rein. Kostet 5 Euro. Und verlinke ich euch unten. Könnt ihr einfach einsetzen, könnt das Zweiwandige vergessen. Und dann habt ihr ein normales Sieb. Und ich würde sagen, wir machen damit jetzt gleich mal einen Espresso und dabei kommentieren wir, was daran besser ist und was euch das eigentlich für Möglichkeiten gibt. Als erstes, wir müssen den Plastikeinsatz rausmachen. Denn wenn der Plastikeinsatz drin ist, dann passt das nicht rein. Zum Rausmachen einfach nur die Kreuzschraube unten lösen. Sache von 30 Sekunden.
hast die Feder rausgenommen, damit man das Plastik rausnehmen kann, und jetzt sieht das Ganze so aus. Wofür ist so eine Feder da, Felix? Die Feder hält eigentlich das Sieb im Siebträger fest. Die kann eigentlich fast immer drin bleiben, muss gelegentlich zum Reinigen mal rausgenommen werden. Und dann haben wir hier unser neues Sieb, das von der Sage, und können das einfach einfügen. Und es passt rein. Passt rein, und das Coole ist, oh, was heißt cool? Das andere ist ja so ein 50er, 51er Sieb. Das hier ist jetzt laut, haben wir uns damals schon drüber lustig gemacht, laut Sage ein 54er, passt aber nur ein 53er Temper rein, ist also größer. Und wir hatten damals knapp ein Fassungsvermögen von 17 Gramm. Wir haben also jetzt auch ein bisschen mehr Platz in dem Sieb, was schön ist. Und es passt ein 53er Temper drauf. Und ich würde sagen, wir machen damit jetzt mal einen Espresso und reden kurz darüber, warum das ein Vorteil ist. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Upgrade. Lass uns mal 17 Gramm verwenden. Genau. Die passen da sicher rein. Genau, aber wieso ist jetzt das Sieb denn eigentlich besser als das, was vorher drin war? Also erstmal müssen wir uns das natürlich selbst noch beweisen. Aber im Prinzip, das bisherige Sieb, dieses zweiwandige, das baut ja den Widerstand nur zum Teil durch den Kaffee auf. Ein großer Teil des Widerstandes kommt da durch das Sieb. Eine gute balancierte Extraktion haben wir aber, wenn wir den Mahlgrad so wählen, dass das Wasser weder zu schnell noch zu langsam durchläuft. Das konnten wir aber im Gespann zweiwandiges Sieb und andere Mühle überhaupt nicht testen. Und jetzt können wir wirklich die Mühle so einstellen, dass sie genau uns den Widerstand gibt, den wir eigentlich für eine balancierte Espresso-Extraktion wollen. Das heißt, eigentlich sind diese doppelwandigen Siebe keine Siebe, die darauf ausgelegt sind, guten Kaffee zu machen. Und ja, ich habe 17 Gramm abgewogen. Also, irgendeine Ahnung, wo wir sind? Wir sind im Moment ziemlich auf einem geilen, decent Shot. Für Espresso. Für Espresso. Wir haben 17 Gramm im Siebträger. Unser Ziel ist ungefähr ein Prüfverhältnis von 1 zu 2,5, also rund 41 Kaffeegramm Kaffee in der Tasse, beziehungsweise in zwei Espresso-Tassen. Und ja, und mal gucken wir, wie lange die Extraktionszeit ist. Let's go! Oh, das sieht doch schon mal, sieht gar nicht so schlecht Kaffee aus. Das gefällt mir ehrlich gesagt jetzt hier unten nicht so schön. Nicht so gut mit dem Auslaufen. Weiß natürlich nicht so genau, liegt es jetzt daran, dass wir diese Trichter rausgenommen haben? Oder liegt es daran, dass wir einen zu feinen Mahlgrad haben, dass es so raussprudelt? Ja. Jetzt so nach 20 Sekunden, dann wenn der Kaffee eigentlich fertig sein sollte. Hast du jetzt auf den 2 eigentlich gedrückt? Ja, die Menge ist aber nicht gut, ne? Nee. Wie macht man das denn? Ich habe auf den 2er gedrückt. Hat 40 Sekunden gedauert. Also wir sind in jedem Fall zu fein. Wir müssen also gröber gehen. Wir haben die Maschine an den Rand gebracht. Plus wir müssen die Menge des Kaffees erhöhen. Ich weiß gar nicht, warum wir damals so wenig eingestellt hatten. Vielleicht hast du die auch zwischendurch zu Hause gehabt und hast einfach so kurze Espresso gemacht. Nein. Wir programmieren hier die Menge um, sodass wir auf unsere 41 Gramm ungefähr kommen. Und dann stellen wir den Mahlgrad ein bisschen gröber, damit wir weniger Widerstand haben, dass der Kaffee ein bisschen schneller läuft. Let's go! So, dritter Versuch. Das könnte es schon fast gewesen sein. Wir sind ziemlich nah dran. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn man diese schwarze Trichter rausnimmt, dann kommt aus allen drei Löchern was raus. Ja. Aus diesem Schraubenloch, aus den beiden Ausläufen. Aber ich würde sagen, damit kommen wir zu einem der Upgrades, denn am Schluss werde ich hier einfach den Boden absägen und haben einen bodenlosen Siebträger. Da wir eh Doppelbezüge machen. Passt es?
Ja, das passt auch. Ich finde es gut. Sehr gut, darf ich auch mal probieren? Dann schauen wir mal. Ist ziemlich cremig. Ja, also. Ich weiß ja nicht, was ihr am letzten Mal getrunken habt, aber ist wahrscheinlich noch besser. Der ist auf jeden Fall besser. Also eben letztes Mal war voll okay. Jetzt finde ich ihn gut. Er war nicht perfekt, aber er war wirklich gut. Also ich meine, wenn wir jetzt überlegen, wir haben hier 5 Euro mehr in die Maschine gesteckt. Das ist ein absolut sinnvolles Investment, um wirklich von einem befriedigenden, ordentlichen Espresso zu einem guten Espresso zu switchen. Für sehr gut Filter noch ein bisschen, insbesondere Temperaturkonstanz und auch Druckkonstanz, aber das findet man in der näheren Preisklasse auch nirgendwo. Insofern ist das einfach die wichtigste Investition. Alles, was jetzt noch kommt, ist Spielerei. Sagen wir Spielerei Nummer 2. Denn so richtig schön sieht er ja nicht aus. Er ist auch nicht schwer. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen in die Werkstatt. Wir haben noch einen dritten Bruder und der hat seine Drechselmaschine ausgepackt. Wie man hier sehen kann, besteht es aus 2 Teilen. Der vordere Metallteil mit einer Schraube hier befestigt und hinten ist ein Gewicht eingebaut, was dafür sorgt, dass er halt schwerer und somit ein wenig edler wirkt. Schauen wir mal, wie wir denn da was Schönes dran gebastelt bekommen. Und das hier ist das Ergebnis. Ziemlich schön, ist natürlich Spielerei, aber sieht richtig toll aus. Und macht auf jeden Fall nochmal ein Upgrade. Ja, auf jeden Fall. Auf der ästhetischen Ebene. Ich meine, wenn jetzt hast du hier so eine Maschine mit einem richtig schönen Holzgriff. Ja. Mega schön. Das war die Nummer 2, eher optisch. Jetzt kommt Nummer 3 und dafür müssen wir den Schraubenzieher auspacken. Denn jetzt kriegt die Milchlanze ein Upgrade. Für 20 Euro haben wir hier eine Dampflanze von einer Rangidio Silvia. Diese macht deutlich mehr Spaß und wir bauen sie jetzt zusammen ein. Als erstes ziehen wir den Stecker raus. Den Siebträger, die Abtropfschale und den Wassertank brauchen wir erstmal nicht mehr, können wir schnell an die Seite tun. Hier auf der Rückseite haben wir 2 Schrauben. Diese öffnen wir. Jetzt können wir das Ganze ganz vorsichtig lösen, den Deckel. Also mit ein bisschen sanfter Gewalt ist der Deckel aufgegangen. Hier müssen wir jetzt alle weiteren Schrauben lösen. Also 1, 2, 3 müssen wir lösen und die Nummer 4. Ja, also früher habe ich immer Sachen kaputt repariert. Hier haben wir jetzt die Knöpfe gelöst und die Erde. Den Deckel haben wir runter. Wir haben ihn alle Befestigungen der Schalter und der Erde gelöst und als nächstes kommt der Dampfhahn dran, dass wir den demontieren. Ganz einfach mit dem Schraubenzieher runtergeschoben. Jetzt müssen wir die komplette Bodenplatte lösen. Dafür müssen wir alle diese Schrauben herausschrauben. Machen wir mal schnell. Die ersten 2 Schrauben waren noch einfach, die haben mit einem normalen Kreuzschraubenzieher funktioniert. Aber
Die nächsten werden dann schwieriger. So, für die anderen 5 Schrauben brauchen wir einen 20er Torx mit Loch vorne drin. Dann können wir die Schrauben auch lösen. Bodenplatte ist ab und wir sind hier fertig. Müssen wir noch die Zu- und Wegleitungen zur Brühgruppe bzw. zum Tank entfernen. So, als letztes bzw. als nächstes haben wir jetzt hier noch 3 Schrauben, die wir lösen müssen. Die Bodenplatte ist demontiert. Nun gehen wir an den Regler für die Dampflanze. Diesen demontieren wir hier oben und anschließend mit den Schrauben hier an der Seite lösen wir die Maschine vom kompletten Gehäuse. Wir haben das ganze Teil demontiert, damit wir hier unten an diese Klammer kommen. Diese entfernen wir jetzt. Mhm. Die kann man ganz einfach mit einer Zange fassen und dann nach oben ziehen. Wir lösen den Schlauch oben auch. Dann sind wir hier nachher flexibler. So, jetzt sind wir noch 3 Schrauben davon entfernt, dass wir das Gehäuse rausnehmen können. Die letzten 3 Schrauben. 1, 2 und 3. Ist auch voll cool, alle Schrauben unterschiedlich lang sind. Und jetzt sollten wir eigentlich das komplette Gehäuse von der eigentlichen Maschine abtrennen können. So, wir haben es geschafft. Die Maschine vom Gehäuse gelöst. Als nächstes können wir einfach diesen Schlauch abziehen. Dafür brauchen wir etwas mehr Kraft als vorher. Jetzt müssen wir diese kleine Klammer entfernen. Die dürfen wir nicht verlieren, die brauchen wir noch. Anschließend können wir einfach jetzt hier vorne an der Dampflanze ziehen. Dann haben wir sie ausgebaut. Das war der Aufbau. Ihr habt gesehen, es hat ein paar Minütchen gedauert. Jetzt kommen wir dazu, wie wir die neue Dampflanze einbauen. Als erstes müssen wir die Dampflanze einmal quasi auseinanderbauen, die Dampfdüse vorne abschrauben, das Gummi herunter machen. Dann kommt dieses Verbindungsstück, was wir eben ausgebaut haben bei der alten Dampflanze, wieder hier herein. Es geht etwas schwierig, aber es passt. Jetzt können wir das Gummi wieder auffädeln. Jetzt können wir das Ganze einfädeln. Müssen wir eigentlich einfach nur noch alles wieder zusammenbauen. Das ist das Gehäuse von unten, das kannst du einfach hochdrücken. Aber warte, wir sind hier unten noch. Hier unten müssen wir erst noch, das ist noch nicht richtig hier. Gucken wir mal. Guck mal, Ben, wo jetzt die Dampflanze hängt. Wo jetzt die scheiß Dampflanze hängt.
eine Schraube, ne? Eine Schraube nach der anderen. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen, Cenk. Eins. So, alle Schrauben verbaut. Jetzt nur noch die Abtropfschale wieder einsetzen. Bisschen Wasser drauf. Stecker rein und anmachen. Und dann mal schauen, was passiert. Testen wir jetzt die neue Dampflanze. Wie immer natürlich erstmal das Kondenswasser rauslassen. Eines der Features, was es die neue Dampflanze hat, ist, dass es drei Löcher sind, sodass man eine bessere Turbulenzbewegung hinbekommen sollte. Schneller ist sie auf jeden Fall nicht. Aber man sieht, der Schaum ist schön glänzend, hat ein gutes Volumen bekommen. Also sollte es eigentlich keine Probleme sein damit, einen guten oder sehr guten Cappuccino zu machen. Drei Upgrades. Neues Sieb. Das wichtigste und günstigste. 5 Euro oder 22. Wie auch immer, macht beides Sinn. Guckt, was ihr bekommt. Dann neue Milchpflanze. Bisschen aufwendiger. Bisschen aufwendiger. Sicher mal eine Stunde einkalkulieren. Ja. Aber geht, ihr müsst euch einfach merken, welche Schrauben ihr wo rausnehmt. Kann im Prinzip jeder machen. Ihr braucht einen Kreuzschraubenzieher, ihr braucht einen 20er Torx, braucht eine Zange. Nice to have. Natürlich Spielerei, aber ziemlich cool. Hat für uns unser Bruder gemacht. Ich verlinke euch mal den Instagram-Account. Schaut mal bei ihm vorbei. Und dann ist es fast perfekt. Was mir ehrlich gesagt nicht gut gefällt, ist hier unten diese Dreiloch-Geschichte. Einmal die Schraubenöffnung und einmal diese zwei Riesenlöcher. Deswegen werde ich daraus jetzt einen bodenlosen Siebträger machen. Dafür nehme ich die Maschine mit und gehe in meine Werkstatt. Und sag an dieser Stelle schon mal ciao.